أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Die Sünde, liebe Bruder, ist gefährlich, wie Gift. Jeder Muslim muss diese Spuren erkennen. Er muss sie kennen. Jeder Muslim muss diese Spuren erkennen. Er muss sie kennen. Es ist rot. Die Ampel ist rot. Man spricht über Allah, aber sein Herz verharrt. Man spricht über Akhira. Sein Herz verharrt. Sein Herz verharrt. Weiter darauf Sünden zu begehen. Sein Gesicht wird dadurch schwarz. Mich wundert, dass viele Menschen sich darüber wundern, dass die Wege des Guten vor ihnen verschlossen bleiben und dass ihre Angelegenheiten erschwert werden und sie wissen nicht, wie das kommt. Die Ungehorsamkeit ist Dunkelheit. Er erkennt das Licht gar nicht mehr. Die Schicht ist so dick, A'udhu Billah, dass er gar keinen Funken von Licht hat. Dies ist eine der schlimmsten Krankheiten. Dein Herz ist hart. Dein Nafs ruft dich immer zu Sünde. Wir müssen uns in Acht nehmen vor Sünden. Er kennt das, wenn jemand stirbt. وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. Weil du das Gesetz nicht respektierst, weil du die Grenzen überschritten hast. Du wirst erkennen, dass du falsch gedacht hast. Genauso der, der Sünden begeht, darf sich nicht wundern, wenn er am Ende alles Kafir stirbt. Möge Allah uns davor bewahren. Die schlechte Tat verleiht Schwärze im Gesicht, Finsternis im Herzen, Finsternis im Grab, vermindert die Versorgung, schwächt den Körper und verleiht Hass in den Herzen der Geschöpfe. Er wiederholt die Sünde die ganze Zeit und hofft auf Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Zeit, dass Allah ihm verzeiht. Du wirst erkennen, dass diese Hoffnung falsch war. Was bedeutet Hoffnung hier? Dass du in diesem Leben handelst nach dem Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Weil viele begehen tagtäglich Sünde. Da erschreckst du dich vor diesem jeden Tag. Aber wenige denken an diesen Spuren von diesen Sünden noch. Ganz wenig. Die Ungehorsamkeit schwächt das Herz, solange bis es vollständig tot ist. Und je harmloser für dich die Sünde ist, desto gewaltiger sie ist bei Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهده واستنى بسنته إلى يوم الدين. Erstens, wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir, alhamdulillah, als wir gestern ins Bett gegangen sind, dass Allah uns subhanahu wa ta'ala wieder die Möglichkeit gegeben hat, dass wir aufwachen dürften. Denn wir haben es sehr oft erwähnt, dass wenn jemand schlafen geht, Allah subhanahu wa ta'ala lädt diese Seele zu sich ein. Jeder, der schlafen geht, seine Seele ist bei Besuch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ist zu Besuch bei Allah subhanahu wa ta'ala und die Entscheidung liegt in Allahs Hand subhanahu. Ob diese Seele zu deinem Körper zurückkehren darf, oder Allah hält sie fest und damit ist gemeint, dass du stirbst. Dies ist wirklich, das heißt, wir sind alle in Gefahr jede Nacht. Jedes Mal, wenn wir schlafen gehen, jeder von uns ist in Gefahr. Deswegen dieses Bittgebet, wenn wir morgens aufwachen, sagt, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Das heißt, jeden Morgen, wenn wir wachen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns gelehrt, diesen Bittgebet zu sagen. Alhamdulillah, alladhi ahyan. Das heißt, alles Lob gebührt Allah, der uns zum Leben wieder erweckt hat. Das heißt, deswegen nennt man den Schlaf der kleine Tod. Ja, das ist der kleine. Man sagt, das ist der Bruder des Todes. Der kleine Bruder des Todes. Und dann Allah, also wir danken Allah dafür, dass er uns zum Leben wieder erweckt hat. Und dann sagen wir, ilayhi an-nushur, das heißt, trotzdem, wir wachen auf, aber eines Tages werden wir zu Allah zurückkehren müssen.
Das ist eine Wahrheit, die jeder kennt. Jeder weiß über diese Wahrheit Bescheid. Aber der Beste von denen, die diese Wahrheit Bescheid wissen, sind die, die sich vorbereiten für diese Wahrheit. Und die Besten, die wissen, dass sie zurückkehren zu Allah, sind die, die am wenigsten Sünden haben. Und die, die am wenigsten Sünden haben, sind die, die den Gefahr der Sünde erkannt haben. Weil viele begehen tagtäglich Sünden. Jeden Tag. Aber wenige denken daran nach, also wenige denken an diesen Spuren von diesen Sünden nach. Ganz wenige. Weil er macht Sünde und hofft auf Allah subhanahu wa ta'ala die ganze Zeit, dass Allah ihm verzeiht. Aber er wiederholt die Sünde die ganze Zeit. Dies beweist, dass er die Hoffnung falsch verstanden hat. Was bedeutet Hoffnung hier? Sayyidina Ali sagt, Beweis, dass du auf Allah vertraust und Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala Barmherzigkeit hast, dass du in diesem Leben handelst nach dem Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala. Und du hoffst, dass Allah das, was du getan hast, akzeptiert. Wie die Geschichte mit dem Schneider. Ein Schneider, ein sehr tugendhafter Mann, ein Schneider war das, kam ein Mann zu ihm und bittet ihn, dass er für ihn einen schönen Gewand vorbereitet, schneidet, näht. Und dieser Mann hat gesagt, okay, der andere besteht, sagt die ganze Zeit, bitte, es soll so aussehen, es soll so schön aussehen, es soll so geschmückt sein und so. Und der Mann hat gesagt, mach dir keine Sorgen, ich mach das schon. Also der andere bestand darauf, dass es gut aussieht. Dieser Mann, der Schneider, hat sich bemüht dafür, Alhamdulillah. Und hofft natürlich, dass es ihm gefällt. Er hat sich seine Mühe gegeben, hat sich angestrengt. Als der andere kam und sieht diesen Gewand, er war unzufrieden. Dann der Schneider hat angefangen zu weinen. Der andere sagt, es ist okay, es gefällt mir, es reicht, du musst nicht deswegen weinen. Er sagt, du Armseliger, ich weine nicht deswegen. Jetzt achtet auf die Menschen, die einen Verstand haben. Menschen, die lebendige Herzen haben. Sie haben in allem, was sie sehen, eine Lehre. Ja? Also Tuba für denjenigen, derjenige, der immer, wenn er etwas sieht, eine Lehre daraus sieht. Dieser Mann hat geweint, sagt er, warum weinst du denn? Sagt er, ich weine, weil ich gerade daran gedacht habe. Ich habe mir Mühe gegeben, meine Anbetung. Ich habe mich angestrengt, Nachtsgebete. Ich habe gefastet, Montag und Donnerstag. 3 Tage im Monat habe ich gefastet. Ich habe gebetet, die Pflichtgebete gehalten. Ich habe versucht, tugendhaft zu sein. Ich habe das Gute geboten, das Schlechte verboten. Ich habe gespendet. Ich habe Almosen verrichtet. Ich habe alles getan. Ich habe mir versucht, Mühe zu geben, um diesen Taten, wie sagt man das, um diesen Taten zu verrichten. Und sagt, jetzt hast du mich daran erinnert. Was ist, wenn ich am Tag der Abrechnung komme und stelle diese Taten Allah vor und Allah sagt das Gleiche wie du? Nein, Abdi, diese Taten gefallen mir nicht. Daran habe ich gedacht. Was soll ich denn Allah sagen? Dann der andere hat angefangen mit zu weinen. Der andere hat angefangen mit zu weinen. Das heißt, man soll die Hoffnung nicht falsch verstehen. Es gibt einen Unterschied zwischen 2 Menschen, die ein Grundstück gekauft haben. Der erste bearbeitet diesen Grundstück. Er macht diesen Grundstück sauber von Steinen, von Unkraut, von all das ganze Müll, was da drin ist. Er bearbeitet diese Erde und dann gibt diese Erde ihre Medizin. Ja? Und dann, wenn er sieht, sie ist bereit, er sät in dieser Erde, in diesem Grundstück und dann betet zu Allah und hofft, dass es regnet. Und dann, als es geregnet hat, hofft, dass diese Erde ihre Früchte gibt. Sagt, das ist selbstverständlich, das ist real. Seine Hoffnung ist verständlich. Aber ein anderer hat sich ein Grundstück gekauft und hat das so gelassen, wie sie ist. Und sitzt zu Hause und hofft, dass er Früchte bekommt. Das geht nicht. Das ist der Mann, man muss zu dem hingehen, den klar machen, dass es so nicht geht. Er muss arbeiten. Er muss dafür was tun. Dann darf er hoffen auf Allah subhanahu wa ta'ala, nachdem er diese Grundstücke bearbeitet hat. Erst dann, wenn er da drin etwas sieht, dann erst dann kann er hoffen, dass Allah ihm die Früchte gibt. Genauso, liebe Brüder, derjenige, der handelt im Islam, der darf auf die Barmherzigkeit von Allah von Yawm al-Qiyamah. Aber der sitzt und macht, was er will und sündigt die ganze Zeit und hofft auf die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist die falsche Hoffnung. Das ist, a'udhu billah, eine Täuschung von wem? Vom Shaitan. Ja? Das ist eine Täuschung vom Shaitan. Dann, wenn du am Sterben liegst, du wirst erkennen, dass du falsch gedacht hast. Du wirst erkennen, dass diese Hoffnung falsch war. Deswegen, liebe Brüder, wir müssen uns in Acht nehmen vor Sünden. Wir dürfen Allah nicht falsch verstehen, subhanahu wa ta'ala. Und man darf nicht die Barmherzigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala ausnutzen. Zum Gegenteil. Ein wahrer Mu'min, ein wahrer Muslim ist der dankt Allah für diese Barmherzigkeit. Wenn Allah so lieb zu dir ist, so freundlich zu dir ist, Zalla fi'ula,
Erstens braucht man nur in den Spiegel zu gucken, dann siehst du, was Allah dir gegeben hat. Wer kann dir so Haare geben, wie Allah das dir gegeben hat? Wenn du Glatze hast, kann dir jemand nochmal Haare geben, wie das, diese Haare, die Allah dir gegeben hat? Wallahi, niemand. Wenn du deine Augen verlierst, kann jemand dir diese Augen geben, die Allah dir gegeben hat, wenn du sie verlierst? Niemand kann sie dir geben. Du kannst sie nicht mehr ersetzen. Wenn du im Spiegel guckst, du siehst diese... Allah hat dich in bester Form erschaffen, im besten Zustand erschaffen. Ja? Sogar Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass der Mensch hübscher ist und schöner ist und besser aussieht als der Mond. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Also ungefähre Bedeutung, wir haben den Menschen im besten Zustand erschaffen, in der besten Form erschaffen. Ja? Wenn du den Mond anguckst, die Geschichte mit Imam Shafi'i kennt ihr, als Imam Shafi'i saß, der war 15 Jahre alt, saß bei Imam Malik. Kommt ein Mann rein, sagt, ja Imam Malik, wenn meine Frau hässlicher ist als der Mond, nicht hübscher ist als der Mond, sie ist geschieden. Imam Malik hat gesagt, sowieso, deine Frau ist schon geschieden, wenn du so denkst, sie ist geschieden. Deine Frau ist nicht hübscher als der Mond. Aber da saß Imam Shafi'i, rahimahullah. Da saß Imam Shafi'i, dann am Ende der Sitzung, der Mann wollte gehen. Imam Shafi'i sagt, ja Imam Malik, erinnere mich an diesen Vers im Koran. Allah hat gesagt, wir haben den Menschen im besten Zustand erschaffen oder beste Form erschaffen oder der Mond. Dann Imam Malik hat sich erinnert. Sagt, alter Mann, komm zurück. Sagt, deine Frau ist nicht geschieden, denn deine Frau ist hübscher als der Mond. Wer hat ihn erinnert? Imam Shafi'i, rahimahullah. Das heißt, Allah hat den Menschen erschaffen als besser als der Mond. Ja? Das heißt, Allah hat uns ein Geschenk gegeben, den kein anderer geben kann. Es gab einen Mann, der klagt, er war arm, kam bei einem Gelehrten, ein Tabi'i, und klagte bei ihm. Er sagte, ja, ich habe diese Schulden und diese Probleme und diese Probleme. Er sagte, okay, sagt, darf ich dir eine Frage stellen? Er sagt, bitte. Er sagt, bist du bereit, wenn ich dir 10.000 gebe, dass du mir deine Augen gibst? Bist du bereit dafür? Er sagt, nein. Er sagt, ich gebe dir dann 10.000 für deine Ohren. Bist du bereit? Er sagt, nein. 10.000 für deinen Mund. Bist du bereit? Er sagt, nein. 10.000 für deine Arme. Sagt er, nein. Für deine Beine, nein. Hat so viele seine Glieder erwähnt. Sagt, subhanallah, du hast Schulden bei Allah und du klagst. Habt ihr verstanden? Du hast Schulden bei Allah. Und du klagst, dass du arm bist, dass du Probleme hast. Du hast dich noch nicht mal für das bedankt, was Allah dir gegeben hat. Das heißt, 10.000 hat man dir angeboten. Wallahi, wenn man dir Millionen anbietet, du bist nicht bereit, diese Augen zu geben. Weil diese Augen, liebe Brüder, es ist wertvoller, alles 500 Jahre Ibadah anbeten von einem Diener von Banu Israel. Die Geschichte von diesem Mann von Banu Israel, ein Mann hat Allah angebetet 500 Jahre. Stell dir 500 Jahre Gebete. 500 Jahre gedenkte Allah subhanahu wa ta'ala. 500 Jahre auch, hat auch viel gefastet in diesen 500 Jahren. Er hat nachts gebetet. Und dieser Mann hat an einer Insel gelebt, umsingelt von salziges Wasser, vom Meer. Was macht Allah für seine Anbetung? Allah hat ihn eine Quelle mitten in diesem salzigen Wasser rausgeholt, wovon er jeden Tag trinken kann. Allah hat ihm einen Baum gegeben, diesen Granatapfelbaum gegeben. Normalerweise wächst das nur einmal im Jahr. Bei ihm wächst das ganze Jahr durch. Jeden Tag hat er eins bekommen. Ein Geschenk von Allah. Er darf essen, trinken, 500 Jahre lang. Dann als er starb, steht vor Allah. Dieser Allah sagt, tritt ins Paradies ein mit meiner Barmherzigkeit, mit meiner Gnade darfst du ins Paradies. Er sagt, nein, ja Allah, ich möchte mit meinen Taten ins Paradies. Kommt ein bisschen Hochmut. Dann Allah sagt, bring dich wieder zurück. Was hat Allah gemacht? Allah hat ein einziges Auge von ihm genommen. Ein einziges. Weil Allah hat uns subhanahu wa ta'ala zahlreiche Gaben gegeben, subhanahu wa ta'ala. Dieses Auge wurde auf eine Waage gestellt. Und 500 Jahre Anbetung auf die andere Waagschale. Welche wiegt mehr? Das Auge wiegt mehr als diese 500 Jahre Anbetung. 500 Jahre, was sind 500 Jahre gegenüber unseren 60 Jahren? Nichts. Also unsere 60 Jahre gegenüber 500 Jahre ist nichts. Dann Allah wiegt, dann sagt Allah, nimmt ihn in Jahannam. Jetzt darf er in Jahannam gehen, ins Höllenfeuer mit ihm. Dann sagt, nein, ja Allah, ich gehe mit deiner Gnade ins Paradies. Jetzt hat er erkannt, dass ein einziges Auge, er hat sich noch nicht mal mit diesen 500 Jahre Ibadah für ein einziges Auge bedankt. Dann sagt Allah zu ihm, bringt ihn wieder zurück. Allah sagt, ich habe dich erschaffen mit meiner Gnade. Ich habe dich versorgt mit meiner Gnade. Diese 500 Jahre Anbetung, du hast mich angebetet mit meiner Gnade. Das heißt, ich habe dir das erlaubt. Denn wir sagen, la hawla wa la quwwata illa billah.
Es gibt keine Macht und Kraft, außer die durch Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, la quwwata illa billah bedeutet, wir haben keine Kraft, Allah anzubeten, wenn er uns nicht das ermöglicht. Sag, Abdi, ich habe dir ermöglicht, dass du mich anbetest. Normalerweise musst du Allah nochmal anbeten und ihn danken für diese Anbetung, die er dir ermöglicht hat. Sogar wir danken Allah und diese Dankbarkeit hat Allah uns ermöglicht. Ein Gelehrter sagt, wir müssen Allah danken für diese Dankbarkeit. Alles, was wir haben, ist von Allah. Dieser Mann sagt, Allah sagt ihm, ich habe dir 500 Jahre, ich habe dich 500 Jahre leben lassen. Ich habe diese Quelle gegeben, dich versorgt mit allem. 500 Jahre durch meine Gnade. Also du gehst ins Paradies mit meiner Gnade. Am Ende sagt ja Allah, durch deine Gnade gehst ins Paradies. Also Allah subhanahu hat uns so viel gegeben, Jalla fi ala. So viel, liebe Brüder. Also müssen wir uns wirklich ein bisschen nachdenken und Allah danken dafür. Und die beste Dankbarkeit sagen die Gelehrten und Tabi'in, dass du lebst nach seinen Geboten und du verlässt die Verbote. Alles, was er verboten hat. Das, was Allah verboten hat, lass es. Und das, was er dir geboten hat, subhanahu wa ta'ala. Seine Befehle folgen. Seine Grenzen nicht überschreiten. Weil hier bedeutet Sünde, wenn du die Grenzen überschreitest, das ist eine Sünde im Islam. Eine Ungehorsamkeit. Wenn du eine Pflicht vernachlässigst, das ist auch eine Sünde im Islam. Wenn du mit einem Auto fährst und es steht rot, es ist rot, die Ampel ist rot, aber du fährst durch und da steht ein Polizist, der hat dich gesehen. Was macht dieser Polizist? Winkt er dir, sagt, danke schön, dass du es gemacht hast? Nein, er kommt zu dir, er hält dich an, sagt, bleib stehen, deine Papiere bitte. Warum? Weil du einen Fehler gemacht hast. Weil du die Grenzen überschritten hast. Weil du das Gesetz nicht respektiert hast. Das ist nur diesseitiges Lebengesetz. Das ist das erbische Gesetz, du wirst dafür bestraft. Und manchmal ist dein Führerschein weg. Dann hast du Probleme. Dann, wie viele Schwierigkeiten hast du danach? Du musst mit dem Bus fahren. Du musst mit so vielen Menschen morgens fahren. Ja? Und so viele Frauen fahren. Und gemischt, a'udhu billah. Und du musst mit der Bahn fahren und umsteigen. Manchmal bist du so zerquetscht von Frauen, a'udhu billah, dass du denkst, du musst... Astaghfirullah al-Azim. Weißt du? Das erste, a'udhu billah... Es ist, guck mal, was für Schwierigkeiten du hast, nur wegen einem Fehler, den du gemacht hast. Nur weil du über Rot gegangen bist. Was denkst du, was für Strafe du bekommst, wenn du die Grenzen Allah subhanahu wa ta'ala überschreitest? Und das ist Allah, nicht ein Polizist. Das Problem heutzutage, wir respektieren die Polizisten mehr als Allah. Wallah. Manchmal, wenn du eine Kamera siehst unterwegs, du bist unterwegs, die Kamera steht nur, du musst 30 fahren, diese Kamera ist versteckt. Du fährst sogar 20 manchmal, wenn es geht. Und du guckst so die ganze Zeit, ah, das ist eine Kamera, ich muss aufpassen. Du bist vorsichtig. Du überschreitest diese Kamera, dann gibst du Gas. Weil diese Kamera sieht dich nicht mehr. Aber denkst du, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ist immer anwesend, liebe Bruder. Allah beobachtet dich immer. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allah schläft nicht. Allah wird nicht müde. Während wir schlafen, er schläft nicht. Er ist frei von all dem, subhanahu wa ta'ala. Er braucht keinen Schlaf. Ja? Er ist nie unachtsam. Sondern er weckt die Unachtsam. Er vergisst nie. Er erinnert die Vergessen, die vergessen. Das heißt, du wirst beobachtet. Du wirst gesehen. Am Tag der Abrechnung. Während du alleine zu Hause sitzt. Du schließt die Tür. Niemand sieht dich. Niemand sieht dich. Du denkst, niemand sieht dich. Du vergisst, dass zwei Engel da sind. Diese zwei Engel sind immer da. Sie schreiben alles, was du tust. Jedes Wort, was aus dir rauskommt. Wenn du lächelst, sie schreiben all das, all die Gründe, warum du gelacht hast, die schreiben das auf. Die schreiben alles auf. Am Tag der Abrechnung, du kommst, du hast deine Sünde begonnen, keiner hat dich gesehen. Das beweist an unser Iman, dass er schwach ist. Wenn wir denken, dass niemand uns sieht, a'udhu billah. Ein Alim hat gesagt, wenn du denkst, während du die Sünde begehst, wenn du alleine bist, dass Allah dich nicht sieht, du bist Kafir. Und sagt, und weil das Schlimmste, was er sagt, wenn du die Sünde begehst und du weißt, Allah sieht dich, das ist noch schlimmer, hat er gesagt. Ja? Weil du Allah subhanahu wa ta'ala verachtet hast in diesem Moment. Und Allah subhanahu wa ta'ala darf man nicht verachten, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah aziz und intiqam. Allah subhanahu wa ta'ala nimmt Rache. Allah nimmt Rache von denen, die Allah verachten, subhanahu wa ta'ala. Am Tag der Abrechnung, du kommst, dein Mund wird geschlossen. Du darfst nicht mehr reden. Dann deine Hand spricht. Sag, ja Allah, diese Hand spricht, sagt, ja Allah, ich habe geklaut. Ja Allah, ich habe Verbotenes angefasst. Ich habe verbotene Dinge berührt, ja Allah. Dein Fuß spricht, sagt, ja Allah, ich bin zu Haram gegangen.
Ich bin gegangen zu einer Ungehorsamkeit, ja Allah. Ich bin gegangen zu Sünde, ja Allah. Ja? Deine Augen, sie werden sprechen. Denn die Kraft Allah und die Macht Allah ist uneingeschränkt. Die Menschen werden am Tag der Abrechnung über deren Gesichter gehen. Sie werden über die Gesichter laufen zum Höllenfeuer. Diese Augen werden sagen, ja Allah, wir haben Verbotenes angeguckt, ja Allah. Deine Ohren sagen, ja Allah, ich habe Haram gehört. Ich habe verbotene Sachen gehört, ja Allah. Musik, üble Nachrede, A'udhu Billah, schlechtes über Muslimin reden, du sitzt da, man lästert über den Islam und du hörst so und du sagst nichts. Wie oft passiert das? Und dann sagt dein Verstand, ja Allah, ich habe auch an Haram gedacht. Und dann sagt dein Herz, ja Allah, und ich habe diese verbotenen Sachen gewünscht. Ich habe diese Sünde gewünscht. Weil es gibt Muslimin, die begehen Sünde aus Schwäche, aber sein Herz tut weh. Das ist anders als derjenige, der sich freut über die Sünde, A'udhu Billah. Weil der bedauert die Sünde, das der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, ob er keine Sünde hat. Ob er keine Sünde begonnen hat. Bedauern ist nicht sagen mit meiner Zunge, ich habe es bedauert, ja Allah, aber mein Herz besteht nochmal, die Sünde zu begehen. Nein, wenn ich sage, ich habe es bedauert, ich höre auf damit. Ich kämpfe mit meiner Seele, ich kämpfe mit meinem Ego. Ende aus, ich mache das nicht mehr, das tut mir weh. Das macht mich unglücklich, A'udhu Billah. An erster Stelle, das erweckt den Zorn von Allah subhanahu wa ta'ala. Das Herr sagt, ja Allah, ich habe diese Sünde gewünscht. Und dann die zwei Engel kommen und sagen, ja Allah, wir haben alles aufgeschrieben, ja Allah. Und dann Allah sagt, all das ist nicht wichtig, denn ich habe alles gesehen. Ich war anwesend. Ich war Zeuge für diese Tat. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nimmt mein Diener nackt ins Höllenfeuer hinein. Und dann bist du in Jahannam, A'udhu Billah, weiß Allah, für wie viele Jahre. Erst bist du rein, bist von dieser Sünde, darfst du wieder raus, wenn du als Muslim gestorben bist. Und die Sünde, liebe Bruder, ist gefährlich wie Gift. Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, die Sünden hinterlassen sehr, sehr hässliche Spuren, sagt, und sie schaden dem Körper wie Gift, A'udhu Billah. Und es gibt verschiedene Arten von Gift. Es gibt Gift, der sofort tötet. Und es gibt Gift, der vielleicht nach einer Stunde tötet. Es gibt andere Gift, der nach einem Tag wirkt und tötet. Eins nach einer Woche, das andere nach einem Monat und das andere nach einem Jahr. Kommt darauf an, wie stark dieser Gift ist. Genauso ist die Sünde. Die Sünde schadet das Herz und die Seele und unser Körper genauso. Aber dieser Schaden ist so stark, ist abhängig von der Schlechtigkeit der Sünde. Wir begehen manchmal so große Sünden, aber in unseren Augen sind die Sünden ganz klein. Und je harmloser für dich die Sünde ist, desto gewaltiger sie ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Also wenn du nichts empfindest, wenn du eine Sünde begehst und du weinst nicht deswegen, dann bedeutet das, die Sünde bei Allah sehr gewaltig ist und das erwartet dich Yawm al-Qiyam eine sehr, sehr große Strafe. Also bedauern die Sünde, weinen um die Sünde. Denn diese Tränen, die du vergießt nach dieser Sünde, sie waschen deine Sünden, sie tilgen deine Sünden, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Und wenn Allah die Tränen vergießen lässt, subhanahu wa ta'ala, das beweist, dass er dir vergeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wenn du bedauerst, freu dich darüber. Wenn nicht, dann arbeite an deinem Herz, denn dein Herz ist tot. Dein Herz ist krank. Dein Herz ist hart. Und der weiteste Herz von Allah subhanahu wa ta'ala ist das harte Herz. Ibn Qayyim sagt, niemand wurde so schlimm bestraft wie mit Hartherzigkeit und der Entfernung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Also der beste Herz bei Allah ist der am weichesten. Der immer weint, der immer trauert, der immer bedauert um eine Sünde. Und der freut sich über die gute Tat. Und Ibn al-Qayyim sagt, rahimahullah, jeder Muslim muss diese Spuren erkennen. Er muss sie kennen. Warum? Damit er sich in Acht davon nimmt. Weil viele Muslimin kennen diese Spuren gar nicht. Sie begehen einfach Sünden, A'udhu Billah. Und deswegen unser Thema heißt die Spuren der Sünden und Ungehorsamkeiten, damit wir diese Spuren erkennen, inshallah, und uns in Acht davon nehmen. Und ich habe inshallah eine kleine Einleitung hier, der Gelehrte hat eine sehr schöne Einleitung gemacht. Er sagt, früher haben die Menschen gesehen, dass es viele Verkehrsunfälle gab. Aus diesem Grunde haben sie Verkehrsregeln und Straßenschilder aufgestellt. Sagt, dies hatte zur Folge, dass die Verkehrsunfälle weniger wurden. Jeder wusste, wenn man sich nicht an diesen Regeln hält und diese überschreitet, man bestraft wird. Also das ist das irdische Gesetz. Wenn du das irdische Gesetz missbrauchst, du wirst bestraft. Und die haben dafür Gefängnis und solche Sachen, A'udhu Billah. Aber er sagt, es gibt jedoch andere Regeln. Sagt, diese Regeln überschreitet, wenn man sie überschreitet, nennt man dies Sünde und Ungehorsamkeit. Diese Sünden und Ungehorsamkeiten hinterlassen hässliche Spuren im Diesseits und im Jenseits. Wir werden manche
Also sagt und wir werden einige dieser Spuren erwähnen, um die Muslime darauf aufmerksam zu machen, wie gefährlich die Spuren sind, damit sie sich davor in Acht nehmen. Und diese Regeln, liebe Brüder, und diese Gesetze sind Allahs Gesetze, subhanahu wa ta'ala. Sind Allahs Regeln, subhanahu wa ta'ala, die er aufgestellt hat, Jalla fi'ula. Und die finden wir im Koran und Sunnah. Die stehen im Koran und die stehen im Sunnah von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir fangen mit der ersten Spur. Einer dieser Spuren ist das Berauben des Wissens. Denn das Wissen ist Licht, was Allah im Herzen sendet, und die Ungehorsamkeit löscht das Licht. Das Wissen. Wir haben einmal gesagt, sehr wichtige Worte über das Wissen. Ein Gelehrter sagt, das Herz eines Mu'min, eines Gläubigen, müsste jeden Tag, also jeder dritte Tag, sich, also ungefähr, du musst dein Herz jeder dritte Tag tanken mit Wissen. Füllen mit Wissen. Das ist seine Medizin. Und der Gelehrte sagt, alle Gelehrten sind sich einig. Wenn jeder dritte Tag das Herz das Wissen nicht bekommt, wird nicht ernährt durch das Wissen jeder dritte Tag, sagt, das Herz wird krank werden. Das Herz wird krank werden. Und wenn du krank bist, lieber Bruder, du isst manchmal das Essen, aber du schmeckst das Essen gar nicht. Sogar du kannst gar nicht essen manchmal. Köstliche Speisen stehen da, aber du kannst sie nicht essen, weil du krank bist. Genauso, wenn das Herz krank wird, er profitiert nicht mehr vom Koran und Sunna, von den Weisheiten und Lehren, die wir hören, jeden Tag. Er will, aber geht nicht, weil er krank ist. Er kann davon nicht profitieren. Er hat davon nichts mehr. Erst muss er wieder gesund werden. Und das Herz braucht jeden Tag Iman. Drei Tage, jeden dritten Tag Wissen, und jeden Tag müssen wir an unserem Iman arbeiten. Ja, jeden Tag. Also parallel an Iman und Wissen arbeiten. Iman und Wissen. Auch wenn es ein Hadith am Tag ist. Ein einziger Hadith auswendig lernen. Und ich gucke, was haben die Gelehrten über diesen Hadith gesagt. Das ist nicht viel. Eine Stunde vielleicht von deiner Zeit, von 24 Stunden schenkst du Allah. Eigentlich Allah braucht diese Stunde von dir gar nicht. Weil Allah ist unabhängig, subhanahu wa ta'ala, von irgendeiner Tat von uns. Ob das gute oder schlechte Tat. Die schlechten Taten schaden Allah nicht. Und die guten Taten nutzen Allah gar nicht. Also wir brauchen das. Wir brauchen das. Wir benötigen das am Tag der Abrechnung. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, nach Wissen zu streben ist Pflicht für jeden Muslim und Muslima. Ist eine Pflicht. Das heißt, wenn wir das nicht tun, was bedeutet das? Was bedeutet das? Wir haben eine Sünde gemacht. Wir sind ungehorsam, wenn wir diese Pflicht vernachlässigen. Und das sind die Worte von wem? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn ihr ihm gehorcht, dann werdet ihr recht geleitet. Folgst du die Worte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, du wirst recht geleitet. Du wirst nicht irre gehen. Du hörst nicht das, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, und du setzt es nicht in Tat um, du bist der Verlierer am Tag der Abrechnung. Du bist derjenige, der Verlust machen wird am Tag der Abrechnung. Und dieser Verlust ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Verlust vom diesseitigen Leben. Deswegen hat der Gelehrte hier gesagt, also wie gesagt, eine dieser Spuren ist das Berauben des Wissens, denn das Wissen ist Licht, was Allah im Herzen sendet, und die Ungehorsamkeit löscht das Licht. Hier sagt, als Imam Shafi'i bei Imam Malik saß, Imam Shafi'i saß bei Imam Malik oft, er war 15 Jahre alt, er hat das Muwatta von Imam Malik, ein Buch von Imam Malik, in 21 Tage auswendig gelernt und hat die Sitzung danach weitergeführt ohne Buch. Einmal saß er Imam Shafi'i bei Imam Malik und hat, Imam Malik hat so viele Hadithe erwähnt, mehr als 20 Hadithe erwähnt, und hat erklärt und hat sich bewegt, der Imam Malik. Hat viele Zeichen mit der Hand gemacht. Und Imam Shafi'i spielte mit seiner Spucke, astaghfirullah. Dann Imam Malik ist sauer geworden und sagt, ja, du spielst die ganze Zeit, hast du etwas geschrieben von dem, was ich gesagt habe? Sagt er, ja. Sagt er, aber ich sehe keine Stift in deiner Hand. Dann Imam Shafi'i sagt, ich habe alles hier oben geschrieben. Dann sagt er, erwähne mir ein Hadith davon. Er hat alle Hadithe wiederholt. Jedes Wort, was Imam Malik gesagt hat, hat Imam Shafi'i wiederholt und sogar die gleiche Bewegung, die Imam Malik gemacht hat. Die gleiche Bewegung. Er war 15 Jahre alt. Deswegen sagt Imam Shafi'i, ist wie die Sonne für diese Welt gewesen. Und wie Gesundheit und Heilung für die Menschheit. Dann sagt Imam Ahmad über den, sagt dann, achtet, denkt mit mir nach, könnt ihr auf eure Gesundheit verzichten? Könnt ihr auf die Sonne verzichten? Könnt ihr einen Ersatz für die Sonne und Gesundheit einen Ersatz finden? Er sagt, nein. Das heißt, man kann nach dem Tod von Imam Shafi'i keinen Ersatz für ihn finden. Dieser Mann jetzt kommt, und ihr werdet sehen, was er selber sagt über diesen Sünden, Imam Shafi'i, rahimahullah. Also wie gesagt, hier Imam Malik, Imam Shafi'i saß bei Imam Malik. Der Imam Malik war beeindruckt von seiner Klugheit, Intelligenz und seinem Scharfsinn. Und sagte, ich sehe, dass Allah Licht in deinem Herzen gesendet hat. Das sollst du nicht mit der Dunkelheit der Ungehorsamkeit löschen. Imam Shafi'i einmal klagte bei Waqi'i. Waqi'i ist der Gelehrte von Imam Shafi'i. Viele kennen Imam Shafi'i, aber sein Gelehrte nicht.
Imam Shafi'i selber, dieser Mann, wir haben ihn gerade erwähnt, der diese paar und 20 Hadithe auswendig gelernt in einer Sitzung und die Bewegung alle wiederholt hat von Imam Malik. Der sagte, er ging zu Waqi', sein Sheikh Waqi', und sagte, Imam Shafi'i klagte bei Waqi', sein Gelehrter, über seine Schwierigkeiten beim Auswendiglernen. Dann der Waqi', Sheikh Waqi', hat gesagt, er riet ihm, die Ungehorsamkeit zu unterlassen. Er sagte, also Imam Waqi' sagte zu Imam Shafi'i, er sagte, du sollst wissen, dass das Wissen ein Vorzug ist. Ein anderer Überlieferung sagt, es ist ein Licht. Das Wissen ist ein Licht. Sagt, diesen Vorzug oder diesen Licht, bei Allah bekommt keiner, der ungehorsam ist. Also wenn Imam Shafi'i klagt über Vergesslichkeit, was sollen wir denn sagen? Und was hat er dann, ein Rat, sagt, hör auf, Sünd zu sündigen. Ich will nicht wissen, wie viele Sünden Imam Shafi'i hat. Sein ganzes Leben opferte für Allah subhanahu wa ta'ala. Von Reise zu Reise, strebt nach Wissen. Er hat am Ende seines Lebens gesagt, ich wünsche mir, dass alle Menschen das Wissen gelernt haben, was ich weitergegeben habe, aber ich wünsche mir, dass keiner wusste, dass es von mir war. Imam Shafi'i, rahimahullah. Wir müssen lesen über diese Menschen. Wir müssen uns beschäftigen mit solchen tugendhaften Menschen. Wir lernen aus deren Leben, aus dessen Leben, diese Menschen. Das war die erste Spur, wal'iyadu billah, möge Allah uns davor bewahren, insha'Allah, Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Eine andere Spur, das ist auch sehr wichtig, Leute, leiden viele darunter, sagt, die andere Spur ist die Beraubung des Lebensunterhalts. Es wurde überliefert, dass dem Diener Allahs durch seine Sünden sein Lebensunterhalt geraubt wird. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagte, die Frömmigkeit und die Furcht vor Allah schaffen den Lebensunterhalt herbei. Und das Unterlassen der Frömmigkeit führt die Armut herbei und nichts schafft Lebensunterhalt herbei wie das Unterlassen der Ungehorsamkeit. Das heißt, unterlasse die Ungehorsamkeit. Verlasse die Sünde. Du darfst dich nicht wundern danach, warum deine Versorgung zu wenig geworden ist. Dein Unterhalt wird immer weniger, immer enger, wal'iyadu billah. Du wunderst dich. Dann guck in dein Leben, was du machst. Ein Muslim zieht sich selber zur Rechenschaft. Er beobachtet sich selbst jeden Tag. Er beobachtet seine Taten. Ist mein Iman stärker geworden? Ist mein Iman schwächer geworden? Und wenn der Iman schwächer wird, bedeutet das, du begehst mehr Sünden. Wenn der Iman stärker wird, was passiert? Du begehst weniger Sünden. Weil, liebe Brüder, du weißt, dass dein Herz lebt. Die Ulama sagen, das Leben der Herzen ist abhängig vom Unterlassen der Sünde. Das heißt, verlasse die Sünde, unterlasse die Ungehorsamkeit, dann fängt an, dein Herz zu leben. Aber das Unterlassen der Sünde ist abhängig von der Stärke von deinem Glauben und deiner Überzeugung. Und deswegen sagt Ibn al-Qayyim, die Rechtsleitung und der Iman ist abhängig von dir, wie viel du dich dafür bemühst und anstrengst. Also Iman bekommt man nicht vom Sitzen, sondern man muss sich bewegen. Wir haben Iman im Herzen, inshallah. Aber dieser Iman liegt, in dieser Kühlgefrier, das ungefähr so. Gefriertruhe, wie das heißt. Ja? Wir haben das kühl gelegt, mashallah. Kühlfach. Ja? Ich sage euch ein Beispiel, Iman hat einen Geschmack. Aber viele haben diesen Geschmack gar nicht. Und es ist ein Genuss im Herz. Und wir nehmen ein kleines Beispiel. Du hast einen Tee vor dir liegen, marokkanischen Tee. Ja, viele mögen diesen marokkanischen Tee, weil es leicht ist, grün, mashallah. Ja? Aber der steht da und du hast keinen Zucker drin. Dann schmeckt er nicht mehr. Dann bitte, so, subhanallah. Dann tust du Zucker rein, aber du rührst diesen Zucker nicht. Du trinkst aber immer noch bitte. Was musst du machen? Zucker rühren. Danach genieße diesen Tee. Genauso der Iman in dein Herz. Bewege diesen Iman ein bisschen. Streng dich ein bisschen an für diesen Iman. Steh ein bisschen früh auf. Verzichte auf deinen Schlaf. Wegen Morgensgebet, dem Morgengebet. Geh ein paar Schritte im Dunkeln zur Moschee. Bewege deinen Körper, bewege deine Seele, bewege dein Herz. Dann wirst du nach ein paar Tagen merken, dass du einen Genuss im Herzen hast. Und dieser Genuss, haben Sahaba über diesen Genuss gesagt, Wallahi, wenn die Könige dieser Welt von diesem Genuss wussten, sie werden sich alle zusammentun, Seite an Seite, und sie werden uns mit Schwertern deswegen bekämpfen, um das von uns zu nehmen. Aber was tun wir für diesen Iman? Was tun wir, damit unsere Herzen leben? Was tun wir, damit wir im Paradies kommen, Yawm al-Qiyamah? Das ist zu wenig, was wir tun. Wallahi, das ist zu wenig. Und der Gefahr, das Wenige, was wir tun, die Qualität davon vielleicht stimmt gar nicht. Das heißt, vielleicht einer sagt, genügen 5 Gebete am Tag. Kann sein, die genügen wann? Wenn du so betest, wie Allah das Gebet beschrieben hat, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, du betest so, wie Allah gesagt hat, Jalla fi'ula.
Mit Demut, Konzentration, Hingabe, Gebrochenheit deines Herzens vor Allah subhanahu wa ta'ala. Du empfindest die Erhabenheit Allah und die Allmächtigkeit Allah, wenn du beim Gebet stehst. Erst dann kann ich dir sagen, dein Gebet wird dich retten. Weil am Tag der Abrechnung, liebe Brüder, das erste, wonach du gefragt wirst, ist dein Gebet. Wenn dieser Gebet ungültig ist, falsch ist, man fragt nicht mehr nach den weiteren Taten. Das heißt, ob du gefastet hast oder gekämpft hast, bisabilillah, ob du Gutes geboten hast oder Schlechtes verboten hast oder Allah gedenkt hast oder weiß Allah gespendet hast, all das wird man nicht mehr danach fragen, weil das Gebet falsch war, du gehst direkt in Jahannam. Aber wenn das Gebet stimmt, du hast mit Demut gebetet, mashallah, Allah guckt in anderen Taten weiter. Erst dann lohnt sich, in anderen Taten weiter zu gucken. Wenn das Gebet ein bisschen schwach war, Allah subhanahu wa ta'ala fliegt dein Gebet durch deine freiwillige Gebete und freiwillige Taten, die du verrichtest, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Also wie gesagt, diese Sache mit Lebensunterhalt, ich erwähne gerne die Geschichte von Musa a.s., als er mit 60.000 von Benu Israel rausgegangen ist, die Besten von Benu Israel, das heißt die Frommen von Benu Israel, die Tugendhaften von Benu Israel, die Schwachen von Benu Israel, die Älteren und die Jüngeren von Benu Israel und Frauen, sind alle rausgegangen und sie beteten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie beteten Allah um Regen, weil sie wurden von Dürre betroffen. Wer betet, wer ist mit denen anwesend? Musa alayhi salam. Ein Prophet. Der Gesandte Allah sallallahu alayhi salam, Musa alayhi salam. Ein Prophet bittet Allah mit 60.000 von Banu Israel. Sagt, Musa hat angefangen, Allah zu bitten und ruft, ja Allah, bittet Allah um Regen, aber der Himmel wird immer klarer und die Sonne wird immer stärker. Dies beweist, dass sein Bittgebet nicht erhört wurde. Ein Prophet, ja. Musa wundert sich, der Himmel wird immer klarer, weniger Wolken und die Sonne wird immer heißer und stärker. Dann sagt, ja Rabbi, warum? Allah sagt, unter euch, Musa, unter euch, in diese 60.000, ist ein Mann, der begeht seit 40 Jahren Sünden, ja Musa. Er ist seit 40 Jahren ungehorsam, ja Musa. Sag ihm, der soll rausgehen, dann gebe ich euch das Wasser. Dann bekommt ihr erst Regen von mir. Dann Musa sagt, ja Rabbi, meine Stimme erreicht diese 60.000 gar nicht. Allah sagt, du rufst ja Musa, wir verkünden. Das ist nicht deine Aufgabe, wir werden es schon tun. Das ist die Macht Allah, Jalla fi'ula. Musa ruft, keiner geht raus. Gar keiner. Aber ein Mann unter diesen Leuten hat geguckt nach rechts und links, ob jemand anders außer ihm gemeint war. Er weiß, dass er Sünden begonnen hat seit 40 Jahren. Guckt keiner da, was macht er? Versteckt sein Gesicht und fängt an zu weinen. Weil er wusste, ich bin derjenige, der gemeint war. Er weint. Er weint. Und sagt, ja Rabbi, ab diesem Moment, ich bedauere und ich bereue all das, was ich getan habe. Und hat geweint dabei. Das heißt, seine Tränen beweisen seine Wahrhaftigkeit. Und die Ehrlichkeit seiner Reue. Nicht wie wir heute. Ich sage, ja Allah, ich mache Reue und nächsten Tag wiederhole mir die Sünde wieder. Das beweist, dass unsere Taube nicht richtig war. Wir waren nicht ehrlich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wir sind nicht wahrhaftig. Und dann dieser Mann hat geweint, hat gesagt, ja Allah, ab heute werde ich das nicht mehr tun. Ich habe aufgegeben, ich werde es nicht mehr tun, ja Allah. Ich werde gehorsam sein. Er war gerade fertig und Allah schickt Regen los. Es fängt an richtig zu regnen. Musa wundert sich, keiner geht raus und Allah gibt trotzdem Regen. Und dann sagt, ja Rabbi, keiner ist rausgegangen. Und was hat trotzdem Regen gegeben? Allah sagt, ja Musa, die gleiche Person, weswegen ich euch Regen vorenthalten habe, wegen dieser gleichen Person habe ich euch nochmal Regen gegeben. Sagt, ja Rabbi, zeig mir diesen Mann. Allah sagt, ja Musa, ich habe ihn in dir nicht gezeigt, als er ungehorsam war. Soll ich ihn dir jetzt zeigen, wo er gehorsam ist? Wo er Reue gezeigt hat, ja Musa? Das ist eine Eigenschaft von Allah, dass Allah seine Diener verdeckt. Allah verdeckt seine Diener, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn du Sünde begehst und Allah verdeckt dich, geh nicht überall hin und sage, ich habe das und das getan. Und du bist stolzer, denn wenn du das tust, Allah wird dir nicht vergeben. Und der Beweis dafür, die Worte von Muhammad, ich sage es nicht auch von meinen Worten, sondern die Worte von Muhammad. Sag an den, Allah, Rasul sagt, Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirun. Qila, wa man hum al-mujahirun, ya Rasulallah. Qala, yabitu al-rajul, fayadnibu al-dhamb, ayaf'alu al-dhamb, ma'asya, fayasturuhu Allah, fayusbihu, fayahtiku satra Allah alayh, fayadhu yaqulu fa'altu kaza, kaza, wa kaza al-bariha. Auch kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ungefähr sagt Rasulallah, all meine Ummah sind befreit von der Strafe Allah. Von Sünden befreit. Das heißt, Allah wird ihren Sünden tilgen und verzeihen. Außer die,
Al-Mujahirun. Die Sünde veröffentlichen, sagt Rasul. Der Sahaba sagt, welche Sünde sind das, Rasul? Beschreib uns diese Leute, damit sie sich in Acht nehmen vor diese Leute, damit sie beobachtet sind, wir diese Leute oder nicht. Sahaba, wenn über Heuchlerei gesprochen wurde, oder Frevler gesprochen wurde, haben sich angesprochen gefühlt. Wenn sie über Frommen und Tugendhaften gesprochen wurde, die haben gezweifelt, ob sie gemeint waren oder nicht. Heutzutage andersrum. Wenn Worte über Tugendhafte angesprochen werden, wir fühlen uns angesprochen. Das heißt, wir sind es gemeint. Wenn über die Paradiesbewohner gesprochen wird, wir sind es gemeint. Wenn die Höllenbewohner, sagt man das, über die Höllenbewohner gesprochen wird im Koran oder in Hadithen von Rasulullah sallam, wir sind sicher, das sind wir nicht. Und das ist der Beweis, dass wir in Gefahr sind. Die besten Männer, Sahaba, haben an dessen Taten gezweifelt. Die besten Männer haben Angst, wenn über Heuchelei gesprochen wurde. Was soll Umar ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin. Der Rasul sagt, wenn nach mir ein Prophet sein sollte, wäre Umar ibn al-Khattab gewesen. Wäre es Umar ibn al-Khattab gewesen. Dieser Mann geht zu Hudhaifa radiallahu an. Hudhaifa sahib al-Sub, der die Geheimnisse von Rasul hatte. Sagt, ja Hudhaifa, steht mein Name in dieser Liste? Umar sagt, steht mein Name in dieser Liste, ja Hudhaifa? Dann Hudhaifa wollte nicht sagen, und er sagt, ja Umar, nein, dein Name steht nicht in dieser Liste, ja Umar. Sagt, aber ich werde keinen mehr noch was sagen über diese Sache, weil er versprochen hat, Rasul nicht zu sagen. Umar, ich bin sicher, Umar steht nicht da. Und Hudhaifa ist sicher, und Rasulullah ist sicher, und Allah ist sicher. Umar, ein Mann, der, wenn er auf einer Straßenseite geht, Iblis nimmt an anderer Seite. Geht auf andere Seite. Vor Angst vor Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Die Malaika haben sich gefreut über den Islam von Umar. Und dieser Mann geht und sagt, Angst vor Nifaq, vor Heuchelei. Wir heute sind sicher. Mu'adh ibn Jabal sagt, derjenige, der sicher ist vor Heuchelei, er soll wissen, dass er ein Heuchler ist. Und der Angst hat vor diesem Heuchelei, sagt, dieser Mann hat keinen Heuchler, er ist kein Heuchler. Das heißt, hab Angst davor, denk nicht, dass du sicher davor bist. Wir kennen noch nicht mehr die Eigenschaften von denen, die Heuchler sind. Wie willst du denn sicher sein? Aber deswegen, lieber Bruder, guck mal, ein Prophet, den wurde den Regen vorenthalten. Warum? Wegen einem Mann, der sündigt. Wären wir mit Musa gewesen an diesem Tag, dann müssten wir alle raus. Wären wir 60.000 von dieser Zeit mit Musa a.s. und ruft alle, also der Sündiger muss raus, dann wären wir alle rausgegangen. A'udhu billah. Möge Allah uns beschützen für diese Sünde, inshallah. Weil, lieber Bruder, man sagt, es gibt, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwei Türen erschaffen für Sohn Adam. Eins, wo seine Versorgung, also herab, sagt man das, runterkommt. Und das andere, wo seine Taten hochgehen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt, während seine Versorgung runterkommt und eine schlechte Tat hochgeht zu Allah, diese schlechte Tat hält diese Versorgung fest. Erst wenn er Tauba gemacht hat. Erst wenn er Reue gezeigt hat, darf diese Versorgung wieder runter. Aber viele Leute fragen sich, sagen, ja, der sagt sowas, aber subhanallah, ich begehe jeden Tag Sünden. Und trotzdem, Allah gibt mir subhanahu wa ta'ala. Da gibt es auch eine Antwort von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Also die viel sündigen jeden Tag und beten nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die sich in Cafés befinden jeden Tag. Die Alkohol trinken, a'udhu billah. Die Unzucht begehen. Die sich Frauen angucken jeden Tag, ohne auf Angst haben vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und die, a'udhu billah, die mehrere Sünden begehen jeden Tag und verachten diese Sünden. Und sehen sie alles klein, a'udhu billah. Diese Menschen sollen wissen, wenn Allah sie versorgt mehr als vorher, sie sind mehr in Gefahr als die im Moschee sind, begehen sind. Warum? Weil das man sagt, wenn du siehst, jemand Sünden begeht und ungehorsam ist und trotzdem Allah vermehrt seine Versorgung und trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm das, was er wünscht, das, was er liebt, sagt, das ist eine Abstufung für ihn in seiner Strafe am Tag der Abrechnung. Das heißt, jedes Mal, wenn er bekommt, er denkt, Allah liebt mich, deswegen gibt mir Allah, Allah ist nicht sauer auf mich, also deswegen gibt mir Allah subhanahu wa ta'ala, und das ist eine Täuschung von Allah für diesen Mann. Eine Täuschung, die er nicht erkannt hat. Und dann, warum? Weil Allah gibt ihn, er denkt, Allah liebt mich, Allah gibt mir weiter. Also ich kann weitermachen, der macht weiter. Und je mehr er Sünde macht, desto höher die Strafe ist am Tag der Abrechnung. Also sei nicht sicher für Allah subhanahu wa ta'ala. Sei nicht sicher für Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar sagt, Wallahi, wenn mein erster Fuß, mein rechter Fuß im Paradies ist und der andere noch draußen ist, ich habe Angst, dass Allah mich wieder ruft zum Höllenfeuer. Umar ibn al-Khattab. Und wir sind heute sicher für Allah subhanahu wa ta'ala. Was gibt uns diese Garantie? Was? Haben wir eine frohe Botschaft bekommen? Kam der Verkünder und sagt, ihr seid sicher im Jannah? Nein. Also wir müssen in Angst leben ein bisschen. Und man sagt, wenn man jung ist, sollte man mehr Angst haben als Hoffnung. Weil diese Jugend, dein Nafs ruft dich immer zur Sünde, a'udhu billah. Sie denkt, ich bin noch jung, ich kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Also ich mache jetzt, was ich will. Erst wenn ich 60 bin, mache ich Taube. Das ist a'udhu lange Lebenserwartung, das ist eine Waffe vom Shaitan.
eine Waffe von Iblis, die er heutzutage benutzt. Wie viele sagen, gehst du, Yachi, Pilgerfahrt, du bist 60. Wallahi, der sagt, ich bin noch jung. Yachi, du bist 60. Rasul hat gesagt, das Alter meiner Gemeinde liegt zwischen 60 und 70. Wenige überschreiten es. Du musst gehen, du hast keine Zeit mehr, du bist am Ende deines Lebens. Nein, ich habe noch Zeit. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. Ich bin dabei, ein Haus zu bauen. Ich bin dabei, meine zweite Etage zu bauen. Letztens habe ich gehört, jemand hat eine ganze Villa zu Ende gebaut und an dem Tag, wo es fertig war, ist gestorben. Wallahi, an dem Tag. Das heißt, er hat gebaut und hat nicht bewohnt. Sondern andere bewohnen jetzt diese Villa, mashallah, und genießen sie. Und er hat so viel, all seine Zeit, was er verschwendet hat, wird er im Qabr dafür bestraft werden. Weil das schlimmste Verlust, wenn du deine Zeit einfach so verschwendest, walayyadu billah. Die Zeit ist nicht dafür da, dass wir sie verschwenden, sondern um sie auszunutzen für das Jenseits, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Eine weitere Spur ist das Empfinden der Fremde, des Ungehorsamen in der Beziehung zu Allah. Diese Fremde ist mit keinem Genuss dieser Welt zu vergleichen. Selbst wenn er sämtliche weltliche Genüsse besitzen würde, würde dies die Fremde in seinem Herzen nicht beseitigen können. Dies Gefühl kann jedoch nur empfinden, dessen Herz noch lebendig ist. Ein Beispiel sagt, wenn du einem Toten eine Verletzung zufügst, fühlt diese keine Schmerzen. Wenn dies die einzige Spur, sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, Spur wäre, die Sünden hinterlassen, würde der Kluge sich bemühen, die Sünden zu unterlassen. Sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah. Das heißt, die Beziehung zwischen dir und Allah wird immer schwächer. Du empfindest nichts mehr zwischen dir und Allah. Auch beim Bittgebet, alles ist kalt. Du hebst die Hände hoch, du kannst nicht weinen. Du spürst Härte in deinem Herz. Wallahi, Härte. Du versuchst zu weinen, geht nicht. Beim Bittgebet, alles kalt. Du empfindest keine Demut. Du bist abwesend, nicht mehr bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Beziehung ist kaputt zu Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Fremde, du fühlst dich fremd. Du fühlst dich nicht mehr geborgen beim Gebet, beim Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Wie die Tabi'in es waren. Ein Tabi'i saß immer allein, immer. Und hat Allah Zikr die ganze Zeit gemacht, gedenkt Allah die ganze Zeit. Man fragt ihn, fühlst du dich nicht einsam die ganze Zeit? Sagt, wie kann ich mich einsam fühlen? Und Allah sagt, ich leiste Gesellschaft denjenigen, der mich gedenkt. Was für eine Empfindung ist das? Er fühlt sich geborgen durch das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, weil dadurch er fühlt sich nahe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Er empfindet die Nähe Allah. Und der die Nähe Allah empfindet, der fühlt sich geborgen, kein Zweifel. Beim Gebet, beim Nachtsgebet, beim Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala, bei jeder guten Tat. Er merkt, weil jede gute Tat, die akzeptiert wird, merkst du, dein Iman steigt. Wenn die Tat nicht akzeptiert wurde, das heißt, du machst eine Spende, du spendest beispielsweise, aber dein Herz ist immer noch hart. Du freust dich nicht darüber. Und das ist diese gefährlich, diese Fremde, A'udhu Billah, möge Allah uns davor bewahren, inshaAllah, Rabbil Alamin. Aber es wird noch schlimmer, A'udhu Billah, sagt Allahu Akbar. Also ungefähr hier sagt der Gelehrte auch, das haben wir gesagt, sagt, ein Mann klagte bei einem Gelehrten über die Fremde in seinem Herzen. Der Gelehrte sagte zu ihm, wir sollen diese Rat wahrnehmen, inshallah, sagt, die Fremde wurde von der Ungehorsamkeit verursacht. Deshalb unterlasse die Ungehorsamkeiten, dann wirst du dich wieder geborgen fühlen. Ganz einfach. Verlasse die Sünde. Hör auf zu sündigen. Gib dir Mühe, die Sünde zu verlassen. Streng dich an. Denk immer an diesen Gefahr von dieser Sünde. Sogar einer der schlimmsten Spuren der Sünde ist vielleicht, wenn du immer wieder die gleiche Sünde begehst. Vielleicht nur eine Sünde, aber du wiederholst sie immer wieder. Was passiert? Kann sein, dass du als Ungläubiger stirbst. Wie diese zwei von Banu Israel, die als Ungläubige gestorben sind. Das kommt in aller diese Spur noch. Sagt, eine andere Spur ist, dass der Ungehorsame eine Fremde zu den Tugendhaften empfindet. Er sitzt unter uns, aber er fühlt sich fremd. Er fühlt sich nicht geborgen unter diesen Menschen. Er will nicht unter denen sein. Auch der sieht, wie sie lachen, wie sie sich gegenseitig umarmen, wie sie sich lieben vor Allah, wie sehr sie sich wohlfühlen untereinander, aber er nicht. Er gehört nicht zu denen. Wallahi, der fühlt genauso, er gehört nicht zu denen. Er wundert sich, warum die sich so fühlen. Sie lieben sich vor Allah, aber er begreift das nicht. Er ist fremd unter denen. Und das empfinden viele Menschen. Wallahi, das empfinden viele Menschen. Und dann sagt er, je stärker der Gefühl der Fremde ist, desto entfernter befindet er sich von den Tugendhaften und dessen Sitzungen und Kreisen. Das heißt, diese Fremde mit der Zeit wächst, sagt, ich fühle mich sowieso fremd hier. Er fühlt sich nicht mehr wohl. Er fühlt sich einfach zur Seite geschoben, obwohl es nicht so ist. Was macht dann der Satan? Sagt, diese Leute lieben dich doch nicht. Du bist fremd, also entferne dich von dieser Leute. Was passiert? Er geht nicht mehr zu deren Sitzungen. Er geht nicht mehr zu deren Kreise.
zu deren Ermahnungskreise, Erinnerungskreise, wo Malaika sich befinden, wo die Engel diese Kreise umschingeln, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, leuchtende Kreise, glanzvolle Kreise, alhamdulillah, gesegnete Kreise und geliebt von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie viel hat er Verlust dieser Mann gemacht, a'udhu billah? Und das sagt der Gelehrte auch hier ungefähr. Er sagt ungefähr, somit wird ihm der Segen und das Nutzen deren Sitzungen geraubt und nähert sich den Teufelkreise. Ich kann Leute, ich habe selber erlebt, die waren mit uns, dann langsam, er kam zu mir und sagte, ach, dieser Mann guckt mich komisch an, obwohl er den gar nicht komisch angeguckt hat. Er sagte, Leute, ich fühle mich fremd und diese Leute, die begrüßen mich gar nicht, obwohl sie ihn oft begrüßt haben, aber er erwartet, dass sie ihn immer begrüßen. Und hat angefangen, dass er sagt, guck mal, der hat Fehler und der hat Fehler und der hat Fehler und der ist schwach und der ist so. Er hat die guten Seiten dieser Leute nicht mehr gesehen. Hat nur schlechte Sachen gesehen. Dann hat er angefangen zu sagen, ja, damals die Jahiliya-Freunde waren besser als die. A'udhu billah. Wie kannst du sagen, dass ein Ungehorsamer, ein Sündiger, der gar nicht betet, der ist ungläubig und sagt, besser als der, der im Moschee sich befindet und betet zu Allah subhanahu wa ta'ala? Das kannst du nicht sagen, auch wenn derjenige im Moschee sich befindet und Fehler macht, der ist besser als der, der gar nicht betet. Als der, der in Kneipe sitzt, als der in Diskothek sitzt, als dieser Zuhälter, den du kennst, a'udhu billah. Als die Frauen, die du kennst, als die Freunde, die für dich geschlagen haben damals. Dann sagt er zu mir, diese Leute, subhanallah, damals haben mir trotzdem geholfen, wenn ich angerufen habe, Schlägerei gab, toll, was für eine Freunde, du machst Schlägerei, die kommen, die töten den und den, die verletzen den, dann Polizei im Gefängnis, danach, a'udhu billah, bist du am Leiden dein ganzes Leben lang. Dann sagt er, ja, die waren immer da, wenn ich sie gebraucht habe. Sagt er, hast du diese Leute gefragt um Hilfe? Hast du nicht. Und ich bin sicher, hat er nicht gemacht. Dann mit der Zeit hat er gesagt, ich will nicht mehr zu dieser Moschee gehen. Ich will nicht mehr mit dieser Leute sitzen. So hat Shaitan mit ihm gespielt. Dann hat er sich zurückgezogen. Jetzt ist er wieder dahin, wo er war. Ist das kein Verlust? Wallah, es ist ein grausamer, sagt das Schlimmste, dass Allah jemand Recht leitet und er weigert sich, will diese Rechtleitung gar nicht und kehrt zurück zu Irrtum, a'udhu billah. Das ist schlimmer. Das ist sehr, sehr schlimm bei Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige wird sehr schlimm dafür bestraft. Es wird noch weitergehen mit dieser Fremde. Sagt, das Gefühl der Fremde stärkt sich so sehr, bis es ihn überwältigt. Dieses Gefühl empfindet er auch gegenüber seiner Frau, seine Kinder, seine Verwandte und sich selbst. Dadurch fühlt er sich einsam. Ein vortrefflicher Vorfahr sagte, wenn ich eine Ungehorsamkeit begehe, erkenne ich dies am Verhalten meiner Frau und meinen Reittiers. Das heißt, wenn deine Frau dir eins verpasst, ja, man sagt, die Gelehrten sagen, sind sich einig, dass die erste Person, die auf den Mann losgeschickt wird, wenn er Sünden begeht, wenn er ungehorsam wird gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, ist seine Frau. Also wundere dich nicht, wenn die Frau immer schlecht gelaunt ist oder wenn die keine Lust hat oder die hat keine Lust für dich, das zu kochen, was du dir wünschst und sie schreit immer, hat schlechte Laune, das liegt an dir, weil du mit deinem Herrn nicht in Ordnung bist, weil du ungehorsam bist und das Herz deiner Frau ist in seiner Hand, nicht in deiner Hand, sondern in seiner Hand. Du versuchst lieb zu sein, zu schleimen, aber bringt nichts. Das Einzige, was du machst, wende dich wieder zu Allah, zeig Reue, aufrichtige Reue, ehrliche Reue, dann Allah dreht die Sache wieder um. Dann ist die Frau wieder nett, mashallah. Du kommst nach Hause, sie hat die beste Kleidung für dich an, sie schmückt sich für dich, ja? Sie, mashallah, sie kocht das beste Essen für dich, sie macht die Wohnung sauber für dich, wenn du schlafen gehst, sie stört nicht, sie hält die Kinder von dir fern, damit du deine Ruhe hast, damit du für die weiterarbeiten kannst, damit du deine Kraft hast, sie unterstützt dich im Islam, wenn du zur Moschee nicht gehst, sie sagt, steh auf, geh zur Moschee. Aber dann, wenn es andersrum ist, sagt er, warum hast du das nicht eingekauft? Warum hast du Brot nicht geholt? Warum hast du Fisch nicht geholt? Warum hast du das nicht sauber gemacht? Warum liegen deine Sachen dort? Dann geht's los. Und das liegt da alles, du bist schuld. Deine Sünden, deine schlechten Taten, ja, Achi. Also immer nicht die Fehler bei anderen suchen, sondern bei dir selbst. Wie ist meine Beziehung zu Allah? Wenn ich das tue, was Allah liebt, wenn ich das hasse, was Allah hasst, Allah liebt dich, ja, Achi. Und wenn Allah dich liebt, die ganze Menschheit liebt dich. Allah gibt dir Akzeptanz auf Erden. Allah ruft, ja Jibril, ich liebe jemand. Dieser jemand weiß noch nicht mal, dass Allah ihn liebt. Ja Jibril, ich liebe diesen Mann. Dieser arme Mann liebe ich. Dieser schwache Mann, der verachtet wird, liebe ich. Also ja Jibril, du sollst ihn lieben. Dann liebt ihn Jibril, a.s. Dann Jibril ruft im Himmel. Alle Himmelbewohner, alle Engel, alle Malaika. Jibril, a.s., Mikail, a.s., Israfil, a.s. Der Todesengel liebt dich sogar. Auch diese Malaika, die im Niederwerfen sind, seitdem Allah das diesseitige Leben erschaffen hat. All die in einer Reihe stehen im Gebet, seitdem Allah das diesseitige Leben erschaffen hat. All die Malaika, die weinen, all die umsingeln diese Bayt al-Ma'mur im siebten Himmel. 70.000 jeden Tag, sie drehen sich um, machen Umrunden, diese ungefähr ähnlich wie Kaaba, ja, im Himmel. Alle Engel, jeder Tropfen, Regentropfen kommt auf diese Erde, bringt einen Engel auf diese Erde, kehrt nicht mehr zurück bis Yawm al-Qiyam. All diese Engel fangen an, dich zu lieben.
Alle hören diesen Ruf von Jibril a.s., dann Allah schenkt dir Akzeptanz auf Erden. Dann deine Frau respektiert dich, deine Frau liebt dich, deine Kinder lieben dich, alle Menschen lieben dich und respektieren dich. Und egal wohin du gehst, die Menschen akzeptieren dich. Das ist Beweis, dass Allah dich liebt. Nur weil du das liebst, was Allah liebt. Und nur weil du das hast, was Allah hat, subhanahu wa ta'ala. Also liebe das, was Allah liebt, obwohl du es hast. Und hasse das, was Allah hat, obwohl du es liebst. La ilaha illallah. Sogar sein Reittier. Also wundert dich, wenn dein Auto jeden Tag im Werkstatt steht. Einmal hast du einen platten Reifen, einmal der Gang funktioniert nicht, einmal, ich weiß nicht, dieser Schiebedach geht nicht mehr, einmal, ich weiß nicht, die Bremsen funktionieren nicht mehr. Jeden Tag etwas Neues. Ajib. Dann fragst du dich, warum? Deine Sünden, ja, Achi. Wallahi, die Ungehorsamkeit. Diese Ungehorsamkeit haben damals Völker zerstört. Qaum Nuh. Allah ließ die Erde ertrinken an diesem Tag. Nur wegen der Ungehorsamkeit von Qaum Nuh. Das Volk Nuh. Qaum Lut. Allah hat Jibril geschickt. Er hat die Erde vom Wurzel gerissen und sie auf dem Kopf gedreht und sie wieder in die Erde hineingesteckt. Dass die Malaika, die Schreie der Menschheit und der Tiere, die Tiere im Himmel gehört haben. Und dann Allah hat sogar noch dazu Steine aus Feuer auf sie regnen lassen. Möge Allah uns gesund und bewahren, inshallah. جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك استغفرك اللهم واتوب اليك استغفرك اللهم واتوب اليك